Jetzt. Hallo! Wir haben hier Therese von Tiedemann und auf der anderen Seite Tassilo Poker Bundesliga. Tassilo Poker Bundesliga, genau. Fangen wir mit Therese an. Was macht sie eigentlich hier? Du hast da oben stehen, komplett gebrandet. Poker und mehr geht gar nicht. Und ja, rundherum. Und in Schwarz bei diesem Wetter ist übrigens eine dankbare Farbe. Es ist schön kühl hier. Ja. Nein, für mich nicht beschweren, das ist sensationell. Was machst du in Vegas? In diesem Jahr als rasende Reporterin für die Poker-Bundesliga und Club 7 Poker. Wir haben ja eine Delegation von rund 30 Spielern, sind mit einer Party-Poker-Truppe hier rüber geflogen und wir rocken die WSOP zusammen. Ich mache so ein bisschen Berichterstattung, spreche mit den Spielern in den Pausen vom Start, Dinner Break und so weiter und halte die Leute im WWW auf dem Laufenden. Wenn man das Ganze dann sehen möchte, wo sieht man das? Auf unseren Facebook-Seiten, Club 7 Poker Facebook und Poker Bundesliga Facebook-Seite. Wie kommt man hierher? Nach Vegas? Ja, mit dem Flieger. Ein lustiges Kerl, der Tassilo. Was für Spaß. Es ist also ganz unterschiedliche Arten, sich zu qualifizieren. Es gibt einige Spieler, haben die Rangliste gewonnen, das Jahresfinale gewonnen oder das große Event in Düsseldorf im Maritim gewonnen. Es sind allein 10 Spieler, die in Düsseldorf gewonnen haben. Dann haben wir die Teamliga-Gewinner da des letzten Jahres. Also, und dann sind auch noch 2-3 Spieler dabei, die einfach gesagt haben, wir wollen unbedingt dabei sein und noch selber gebucht haben. Es wäre nicht die Poker-Bundesliga, wenn da nicht gleichzeitig Party wäre. Was ist schon passiert in Sachen Party? Oh, Tassilo, was darf ich denn erzählen? What happens in Vegas? Ja. Nein, wir hatten eine super geile Players-Party im Pure, standesgemäß, einem der besten Nachtclubs hier auf Caesars Palace. Da haben wir einiges aufgefahren, glaube ich. Die Spieler waren total begeistert. Und was außer der offiziellen Players-Party passiert, ich glaube, ich habe Schweigepflicht. Das muss ich erstmal abchecken, was ich davon erzählt habe. Mhm. So ist Vegas. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ich war relativ früh im Bett. Ja, es ist sehr traurig für dich und langweilig. So bin ich. Ja. Spielen wir jetzt hier beide nix, oder? Wir wollen vielleicht mal, mein Kollege und ich, uns heute Abend im Caesars oder im Rio für ein kleines Turnier anmelden. Aber wirklich nicht viel, weil ich ganz offen sagen muss, ich bin jetzt nicht der Poker-Profi, was das Spielen selber angeht. Ich frage lieber. Aber mal versuchen ist gut. Ich habe in Düsseldorf bei dem Event auch schon mitgespielt und Live-Erfahrungen gesammelt. Und einmal muss hier auf jeden Fall gepokert werden. Ein kleines Turnier auf jeden Fall. Oh, bei mir gehen erstmal die Spielerbetreuung vor und wenn ich dann mal ein paar ruhige Stunden finde, dann werde ich auch ein kleines Turnier spielen. Ja. Und das Geld hauen wir dann auf Kopf. So ist das ein ewiger Kreislauf und der gefällt mir. Noch schnell ein Shopping-Tipp? Oh, wenn ich damit jetzt anfange, dann geht dein Akku. Was wirst du kaufen? Schuhe. Alles, was ich irgendwie am Zoll vorbeischmuggle, was ich offiziell deklarieren kann. Essenstipp? Ich shoppen? Essenstipp. Essen, Voodoo Lounge. Immer wieder gerne, einfach wegen der Atmosphäre. Okay, danke. Gerne. Tschüss.